Nach Hunderten von Strafzetteln erobert ein Mann das Herz einer Polizistin. Ein Taxifahrer wird von einer Verkehrspolizistin wegen Verstoßes gegen Verkehrsregel erwischt. Der Verkehrssünder liebäugelt mit der Polizistin. Sie ist zunächst unbeeindruckt von dem Flirt des Mannes und händigt ihm fast genüsslich den Strafzettel aus. Der Mann freut sich schon sehr auf den Strafzettel, auf dem er die Handschrift der Polizistin ertasten kann. Am nächsten Tag taucht er mit neuen Straftaten wieder am Tatort auf. Auf die Frage, ob das ständige Jagen und Kontrollen aufregend ist, antwortet die Polizistin witzig: Es macht mir Spaß, Strafzettel für Typ wie Sie zu schreiben. Der Mann trägt sein Herz auf der Zunge. Dann bringe ich Ihnen jeden Tag Spaß, solange Sie sich nicht langweilen, Strafzettel zu schreiben. So kommt der Mann jeden Tag mit neuen Aktionen gegen den Verkehr an. Mal tanzt das Auto mitten auf der Straße, mal wendet er in der Einbahnstraße. Die Polizistin schreibt und schreibt die Strafzettel. Eines Tages, als sie kurz vor Feierabend ist und der Mann immer noch nicht auftaucht, betet sie für den Mann. Nur bitte keinen Unfall. In diesem Moment taucht vor ihren Augen ein berüchtigtes Auto auf. Nachdem das Auto gestoppt worden ist, sagt die Polizistin zu dem Verkehrssünder: Ich habe genug von den Strafzetteln. Du darfst mir jetzt einen Heiratsantrag machen. Ein Jahr später bekommen die beiden einen süßen Sohn.